Unsere Erkundung von Moon läuft nach Plan. Wir müssen weitere Geheimnisse offenlegen. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge unseres KSP-1 Let's Plays. Wir müssen auf dem Moon landen. Wir müssen einen Landeversuch unternehmen, besser gesagt. Dafür kriegen wir eine große Menge Geld, ein kleines bisschen Wissenschaft und sehr viel Ansehen. Deswegen werden wir die Mission jetzt auch auswählen. Wir haben immer noch die Mission mit Test 10 Fallschirm in einer Höhe von 7000 bis 11000 Metern. Das haben wir beim letzten Flug ja leider verkackt, indem ich zu früh gestaged habe. Aber unsere Hauptmission ist, den Moon zu erkunden und wir werden hoffentlich dran denken, den Fallschirm in der richtigen Höhe zu deployen. Das sind die Aufgaben für diese Episode. Und mit dieser kleinen Einleitung würde ich sagen, geht es weiter ins Forschungszentrum, denn wir haben über 500 Wissenschaft, die wir ausgeben müssen. Im Forschungszentrum stehen wir jetzt vor einer nicht allzu schweren Entscheidung, denn ich habe mir einfach vorgenommen, tatsächlich alle, die wir momentan freischalten können, freizuschalten. Dafür sollte unsere Forschung reichen und dann schauen wir danach gleich mal weiter, was da noch über ist. Aber vor allen Dingen haben wir dann viele Teile, mit denen wir ja etwas realistischere Raketen bauen können, als das, was wir bis jetzt gemacht haben. Und wie es aussieht, haben wir noch knapp 150 Wissenschaft über. Da können wir uns jetzt entscheiden, was wir haben möchten. Und auch wenn ich wirklich gerne die Landungsteile freischalten möchte, macht es für mich mehr Sinn, die Elektrotechnik hier unten freizuschalten, damit wir auch Strom herstellen können, während wir fliegen und auch ein wenig Strom in die Batterien packen können. Wir haben zwar hier schon die erste Batterie freigeschaltet, aber mir geht es vor allen Dingen darum, dass wir jetzt auch ein Photovoltaikmodul haben. Deswegen müssen wir die Elektrotechnik erforschen. Und damit haben wir nur noch 62 Forschungspunkte über und das bedeutet für mich ab zur Fahrzeugfabrik. Und hier stehen wir nun vor unserer leeren Canvas und dürfen uns ein neues Moonlander-Raumschiff ausdenken, beziehungsweise Rakete-Raumschiff ist es ja nun noch nicht wirklich. Das werden wir wie immer in einem Zeitraffer machen und währenddessen werde ich versuchen zu erklären, warum ich etwas so tue, wie ich es tue. So, herzlich willkommen das allererste Mal von Mike, während er das Video schneidet. Ich mache hier ein Voice-Over über die Timelapse. Ich denke, das könnte die Zukunft meiner Videos werden. Deswegen lasst doch mal eure Meinung in den Kommentaren da. Und ich fange jetzt an, tatsächlich über das Spiel zu reden und nicht nur über das, was ich hier so tue. Und wir sehen, wie ich meinen Moonlander baue. Das ist sozusagen mein Standard-Moonlander für die ersten Missionen. Er ist sehr, sehr breit. Das seht ihr daran, dass ich diese drei Tanks außen an den Entkopplern angebracht habe. Das ermöglicht mir das Landen auch auf relativ schwierigem Terrain. Und ich denke, es ist ein sehr anfängerfreundliches Lander-Design. Deswegen kann ich das jedem empfehlen, der die ersten Male irgendwo landen möchte, dass er vielleicht diesen Lander nachbaut. Und auch wenn es nicht wirklich hundertprozentig hübsch aussieht, weil das einfach aussieht wie so ein Lander, der oben auf ja, eine Rakete raufgestopft wurde und nicht wirklich aerodynamisch ist, in Kerbal Space Program geht das Ganze zum Glück. Deswegen machen wir es hier einfach so. Und der Rest der Rakete, muss ich sagen, sieht tatsächlich gar nicht schlecht aus. Das ist das allererste Mal, dass wir mit den Adapterstücken immer größer werden, bis wir dann unten unseren Skipper-Engine raufpacken. Und ich finde, das ist schon mal ein relativ nicht realistisches Design, aber ein ansprechendes Design im Vergleich zu all dem, was wir bisher gebaut haben. Und das sage ich jetzt, ohne dass wir den Lander oben angucken. Also seht es mir bitte nach. Und dieser Lander eignet sich halt hervorragend dafür, auf relativ unebenem Terrain zu landen, wie ich schon sagte. Jetzt packen wir noch ein bisschen Wissenschaft und eine Antenne ran, einfach weil ich finde, das gehört sich so. Und am Ende noch unsere Photovoltaikmodule, die wir ja gerade erst im Wissenschaftsbaum freigeschaltet haben. Danach noch kurz unsere Staging-Reihenfolge angepasst und jetzt geht es auch schon zurück zum Mike, der das Spiel spielt. Und ich denke, der wird jetzt den Rest der Mission für euch kommentieren. So, damit haben wir jetzt erstmal eine Rakete gebaut, die meiner Meinung nach gar nicht mal so unschön aussieht. Und hier sehen wir jetzt vor allen Dingen die wichtigen Werte TVR, Thrust to Weight, Ratio und Delta V. Die für uns wichtige Zahl ist die TVR-Zahl in Stufe 3, die über 1 liegen muss. Am besten so zwischen 1,25 und 1,7, dann hat man einen ganz entspannten Start. Wir haben eine 1,4. Und dass der Wert unserer zweiten Stage, nämlich unserer Lander-Stage, dieses gesamte Gerät hier soll ja landen. Und wenn wir hier einmal gucken, Stage 2 ist nämlich genau das gesamte Gerät. Wir koppeln den unteren Teil ab und starten den Engine des gesamten Geräts hier oben, der gesamten Oberstufe. Und dieses Thrust-to-Weight-Ratio muss auf dem Mond über 1 sein, damit wir abbremsen können. Wir werden noch einiges an Treibstoff verbrennen, das heißt, die TWR wird steigen auf unserem ja, Descent zum Mond. Und hier kann man sehr gut dann einfach den Body Quartz auf Moon stellen. Und dann sieht man, ja, mit 4,53 habe ich eine sehr gute Möglichkeit, einen zielsicheren Absturz auf den Mond hinzukriegen, beziehungsweise eine Landung. Und mit der 8,39 TWR, die wir dann noch haben, in dem letzten Teil, der sozusagen den Mond wieder verlässt, nämlich nur der mittlere Part, wir werden diese drei Teile abkoppeln, bevor wir starten, der hat eine TWR von 8,39. Also wir werden sehr, sehr schnell vom Mond abheben. Und das sind alles Werte, die sehr wichtig für uns sind. Deswegen ist es sehr praktisch, diese kurze Kerbal Engine hier Ansicht hier einfach schnell mal aufzuklappen und sich das Ganze anzugucken, kann ich sehr empfehlen. Aber bevor ich jetzt weiterrede, geht es jetzt auf die Startrampe. Auf der Startrampe angekommen, fällt mir direkt auf, dass ich etwas vergessen habe. Also sehen wir uns gleich nochmal auf der Startrampe. Jetzt befinden wir uns auf der Startrampe und zwar mit unseren ja, Startklammern. Die halten uns fest und wir werden erst den Engine ja, igniten und dann die Klammern lösen.
Ich finde das Ganze schöner und jetzt haben wir sie endlich freigeschaltet. Dementsprechend habe ich sie jetzt hier eingebaut. Das war das Einzige, was ich geändert habe. Deswegen würde ich jetzt sagen, Schub über Y auf voll. SAS über T oder über Linksklick hier an. Und es ist alles ready for launch. Deswegen würde ich sagen, Abflug. Der Start lief ohne Probleme. Jebediah guckt glücklich. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier. Und diesmal werde ich versuchen, einen angenehmeren Start hinzubekommen. Im Vergleich zum letzten Flug haben wir sehr viel Delta V verschwendet, weil ich zu viel geredet habe und nicht auf den Navball geachtet habe. Das ändere ich jetzt. Ich achte jetzt penibel auf den Navball und versuche jetzt einfach in Richtung 90 Grad Marker, beziehungsweise hier auf den 45 Grad Marker in Richtung 90 Grad, meine Rakete kippen zu lassen. Und wenn ihr euch fragt, warum ich die Kamera immer so drehe, wie sie jetzt ist beim Start, für mich hat einfach eine Rakete, wenn sie startet, von unten links nach oben rechts zu gucken. Ich weiß nicht, das ist irgendwie eine Angewohnheit von mir, die ich nicht loswerde. Vielleicht habt ihr auch solche Angewohnheiten, schreibt es mir in die Kommentare. Für mich muss alles, was nach oben fliegt, irgendwie nach oben rechts wegfliegen. Ich weiß nicht warum, hat sich so eingebürgert bei mir. Jetzt habe ich ein bisschen zu aggressiv gekippt, die Rakete kommt ein bisschen ins Schlingern, das ist aber gar kein Problem. Ich versuche jetzt wieder in Richtung rechtläufig Marker zurückzugehen. Und wenn wir gleich bei 15.000 bis 20.000 Meter Höhe sind, können wir aggressiver in Richtung 45 Grad kippen, da dort die Atmosphäre wesentlich dünner ist und so die Luftwiderstände keine große Rolle spielen beim Kippen der Rakete. Und wie ihr seht, bin ich jetzt bei 18.000 Metern Höhe angekommen. Wir haben eine Apoapsis von 40.000 Meter. Ich hoffe, das kann man bei YouTube auch einigermaßen sehen, ansonsten müsst ihr mir einfach glauben, was ich sage. Und jetzt sind wir bei 45 Grad auf dem Navball angekommen. Und warten jetzt hier, bis die Apoapsis bei 100.000 Metern ist. Einfach, weil ich die 100-Kilometer-Marke immer schön finde für einen Orbit. Da möchte ich immer gerne hin. Wir haben jetzt den Weltraum erreicht mit unserer Apoapsis und nähern uns jetzt der 100.000-Meter-Marke an. Dann werde ich gleich über X den Schub rausnehmen. Jetzt. Und jetzt ist es eigentlich nur noch warten, bis wir dort oben angekommen sind. Das wird in 2 Minuten und 19 Sekunden der Fall sein. Habe ich immer noch keine... Ich wollte in Zwischenepisoden eigentlich das Tracking Center upgraden, aber so haben wir wahrscheinlich immer noch keine Manövernotes. Das werde ich gleich nochmal ändern. Wenn wir unseren Orbit finalisiert haben, werde ich kurz mal zurück zum KSC gehen und dort dann unsere Tracking Station upgraden, sodass wir Manöver erstellen können. Denn ich finde, Manöver wären schon ganz angenehm. Alleine, weil das ja auch ein bisschen einsteigerfreundlich sein sollte. Manöver sollte man möglichst früh freischalten als Einsteiger, würde ich sagen. Einfach, weil Manöver alles einfacher machen. Und zwar wirklich alles einfacher machen, weil man so vorher gucken kann, was passiert eigentlich, wenn ich in diese Richtung brenne. Und da kann man ganz viel mit ausprobieren. Aber ich rede schon wieder sehr viel. Ich muss mal kurz hier auf die Time to Apoapsis gucken. Wir haben noch 1 Minute und 20 Sekunden. Das ist noch sehr viel Zeit. Ich schiebe gerade mit der D-Taste unsere Rakete in Richtung des 90-Grad-Markers. Und da wir nur das Reaktionsrad in unserer Kapsel hier vorne haben, dauert das Ganze sehr, sehr lange. Aber wir haben es jetzt gleich geschafft, sind jetzt gleich ausgerichtet und können uns jetzt gleich darauf vorbereiten. Eigentlich könnten wir direkt durchboosten, sehe ich gerade. Der Mond ist auf einer sehr, sehr guten Position und ich glaube, das mache ich jetzt einfach auch. Wir fliegen direkt zum Mond. Das ist ein perfektes Zeitfenster, was wir hier gewählt haben. Und dann werde ich wohl doch erst, während wir uns auf dem Weg zum Mond befinden, unser KSC upgraden. Ich werde jetzt aus dieser Sicht weiterspielen. Und ja, der Mond wird in der näheren Zukunft hier unten irgendwo, also mein Plan ist es hier irgendwo den Mond zu intercepten, denke ich. Das wird ungefähr passieren, wenn wir hier... Oh, wir müssen stagen. Das gucken wir uns einmal ganz kurz von hier an. Dort verlässt uns unsere Unterstufe. Wer zurück auf Kerbin einschlagen? Wir hinterlassen also keinen Weltraumspot. Wir sollten den Mond eigentlich gut intercepten können von der Position, die wir jetzt gerade haben. Deswegen brenne ich jetzt einfach durch. Und das Ganze wird ein bisschen länger dauern, das heißt, das spule ich für euch einfach vor. Und ich gucke mir das Ganze hier in Echtzeit vor, weil es in KSP 1 leider nicht geht, dass man während des Burns vorspult. Falls es einen Mod dafür gibt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich kenne momentan noch keinen. Aber ich werde mir das Ganze jetzt hier angucken. Da ist er, unser Mond-Encounter. Und das ist mir gerade ein bisschen zu wackelig, deswegen burne ich jetzt einfach noch ein Stück weiter. Ich habe gehofft, dass ich jetzt hier aufhört mit dem Wackeln. Naja, leider nicht. Es ist, glaube ich, kein perfekter Mond-Encounter. Kann ich hier mal kurz den Mond zentrieren? Es ist ziemlich gut. Komme auf einer Äquatorialebene, fast auf einer Äquatorialebene an. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir hier geschafft haben. Und ich würde sagen, jetzt ist genau die richtige Zeit, einmal kurz ins KSC zurückzuwechseln und unsere Tracking Station zu upgraden. Angekommen im KSC müssen wir jetzt hier einfach nur einen Rechtsklick auf die Ordnungsstation machen. Und wir müssen 563.000
Geld ausgeben. Ich habe mir das nicht so teuer vorgestellt, tatsächlich nicht. Das heißt, wir können die Ordnungsstation nicht upgraden. Das heißt, wir müssen diese Mission tatsächlich noch ohne Manöverpunkte machen. Das wundert mich ein bisschen. Ich habe es nicht in Erinnerung, dass es früher so war. Ist das irgendwann in irgendein Update gekommen oder habe ich irgendeine Mod installiert, von der ihr wisst, die das verursachen könnte? Eigentlich habe ich keine spielverändernden Mods installiert. Dementsprechend wundert mich das ein bisschen. Aber egal, dann machen wir das Ganze halt ohne Manöverpunkte. Wir haben es bis jetzt ja auch schon ganz gut auf dem Weg zum Mond geschafft. Zurück bei unserem Raumschiff und überkörbeln. Ich finde es immer noch einfach schön, wie KSP-1 aussehen kann heutzutage. Deswegen, sorry, ich habe mal kurz die Umgebung genießen müssen. Aber die wirklich richtige Mission findet ja währenddessen einfach statt. Wir sind auf dem Weg zum Moon. Ich denke, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ansicht zentrieren. Ja doch, das ist eigentlich optimal. Ich möchte von dieser Seite ankommen, sozusagen hinter dem Mond ankommen, um dann abzubremsen, um in diese Richtung um den Mond zu rotieren. Das finde ich sehr angenehm. Da haben wir dieselbe Rotationsrichtung, die wir jetzt auch sozusagen um Körben haben. Warum mir das wichtig ist, kann ich gerade gar nicht so genau sagen. Ich finde es einfach angenehm. Und ich würde sagen, da wir ja immer noch nicht vorspulen zu Punkt können leider, werde ich jetzt hier einen Wecker stellen. Und sorry, da bin ich immer noch mit diesem Wecker nicht so ganz vertraut. Wechsel der SOI. Das sieht alles richtig gut aus. Erinnerung erstellen. So, haben wir jetzt die Erinnerung gestellt. Erinnerung hinzufügen. Manuelle Erinnerung, die brauchen wir, glaube ich, nicht. Genau, aber den Wechsel zur SOI. Ah, jetzt weiß ich was. Okay, jetzt verstehe ich, glaube ich, wie es funktioniert. Aber wenn ich jetzt vorspule zum Wechsel der SOI, dann sollte er eigentlich automatisch hier gleich abbremsen. Oh, Moment, ich möchte bei meinem Raumschiff gerne mitfliegen. Dafür, wie fokussiere ich das Raumschiff nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr. In KSP 2 weiß ich es noch, in KSP 1 weiß ich es gerade nicht mehr. Ich schaue nochmal ganz kurz in der Tastenbelegung nach. Laut Internet ist es die Backspace-Taste. Das hat bei mir aber nicht funktioniert. Ich habe jetzt mit der Tab-Taste durch alle Systeme durchgeswitcht, bis ich wieder bei meinem Moonlander 1 war. Was auch gegangen wäre, wäre natürlich zurück zur zum KSC, zum Weltraumzentrum zu gehen und dann in Moonlander 1 zu laden. Ich habe es mit der Tab-Taste gemacht. Falls ihr wisst, was auf der deutschen Tastatur tatsächlich die Taste ist, um direkt zum Raumschiff zurückzuspringen, weil Backspace war es bei mir nicht. Ich muss noch zu meinem Hauptmenü gucken, ob ich da was in der Tastenbelegung geändert habe. Aber ansonsten schreibt auch gerne in die Kommentare. Ich weiß ja, einige von euch sind auf jeden Fall in der KSP 1 Steuerung wesentlich versierter als ich, weil ich wirklich zu lange KSP 2 gespielt habe und einige Sachen aus KSP 1 einfach wieder vergessen habe. Aber ich finde, wir haben jetzt genug geredet. Auf zur Sphere of Influence Change. Und zwar mit Zeitraffer 1000. Dann kann ich hier einigermaßen gucken, ob der Wecker auch gleich wirklich loslegt. Vielleicht ist 1000 sogar noch zu langsam. Wir machen jetzt einfach mal 10.000. Dann wird zurück auf 1000. Ich bin sehr gespannt, ob es mit dem Wecker funktioniert. Sollte aber eigentlich. Ich habe jetzt schon Vertrauen, dass das hier passt. Ja, er spult langsamer vor. Also je näher wir uns annähern, desto weniger spulen wir scheinbar vor. Es hat gut funktioniert. Der Wecker ist also auch wirklich, man klickt hier einfach auf das Wecker-Symbol und dann sagt man hier Änderung übernehmen. Fertig ist das Ding. Löschen und schließen. Damit ist der Wecker auch gelöscht. Und dann möchten wir den auch wieder schließen. Und die Stage wurde destroyed. Genau, darum müssen wir uns auch noch kümmern. Ich habe eine Mod installiert, womit wir Stages recovern können. Das machen wir dann im nächsten Flug. Und ich möchte jetzt hier noch einmal vorspulen, bis wir tatsächlich die Sphere of Influence gewechselt haben. Das ist jetzt der Fall. Ich weiß nicht, warum wir hier diese zitternden Linien haben. Keine Ahnung, welche Mod das auslöst. In Vanilla ist mir das nie passiert. Auch da muss ich auf jeden Fall meine Mods mal durchgucken. Falls ihr ähnliche Sachen hattet, sagt Bescheid. Sagt mir die Lösung, das würde mich immer sehr freuen. Und ich werde jetzt erstmal in einen Orbit um den Mond gehen. Das werden wir wieder mit dem Wecker machen, jetzt wo wir keine Manöver haben. Wir setzen jetzt einfach die Periapsis hier hinzu. Den habe ich doch eben schon löschen wollen. Also weg damit. Und dann spulen wir jetzt vor bis zu diesem Punkt. Und wenn wir Manöver hätten, dann wird hier die Manöver-Infos stehen. Dann könnten wir hier, wie in KSP 2, einfach sagen, spul mich vor bis zum Manöver. Und es hat aufgehört zu zittern. Das ist ja ein Traum. Wunderbar. Ab und zu ist Geduld einfach die Lösung für die meisten Probleme. So, jetzt, ja, es passt perfekt. Er macht alles genauso, wie ich das möchte. Das gucken wir uns doch jetzt einfach mal von hier aus an. Den wunderschönen Mond. Diesmal ohne Bugs. Ich bin der Meinung, dass es tatsächlich an Planet Shine lag. Das wurde ja auch schon vorher in einem Kommentar geschrieben, dass es wahrscheinlich daran liegt. Und ja, ich habe Planet Shine deinstalliert und zack, wir haben keinerlei grafische Probleme mehr. Sehr zufrieden damit, wie das Spiel jetzt aussieht. Sehr zufrieden mit dem, was die Modder alles hingekriegt haben. Und sehr zufrieden mit euch, meiner Community, die mir bei sowas echt immer weiterhilft. Weil es ist ja keine Schande, etwas nicht zu wissen. Es ist nur immer gut zu wissen, Leute zu kennen, die wissen, wie es wirklich geht. So, ich würde sagen, wir brennen jetzt einfach mal los. Wir sind jetzt noch 30 Sekunden von der Periapsis entfernt, aber es ist nicht ganz so wichtig tatsächlich, weil wir eh in einen Landeanflug gehen möchten. Und sobald wir hier den Kreis geschafft haben, können wir jetzt aufhören und uns überlegen, wo wir landen möchten auf dem Mond. Ich würde am liebsten in einen dieser Krater landen, einfach weil es da wahrscheinlich wesentlich weniger bergig ist. Und dafür macht sich dieser Krater hier dann wahrscheinlich ganz gut. Und das heißt, wir würden ungefähr hier anfangen, rückläufig zu brennen. Das heißt, wir können jetzt einfach mal hier vorspulen ein wenig. Ich mache mal ein Autosave vor, bevor ich jetzt wieder dreimal um den Mond rumspule, ohne dass ich was mache. Das ist mir ja noch nie passiert. Und traue ich mich 10.000? Ja, komm, was soll's.
Und jetzt müssen wir langsamer werden. Und jetzt können wir anfangen, uns Richtung rückläufig auszurichten. Und ja, mein Treibstofftank wird leer sein, bevor wir gelandet sind. Und ja, es wäre dann wesentlich effektiver, die Tanks abzuwerfen, weil ich sie nur noch als Ballast dabei habe. Aber ich benutze sie ja nicht nur als Ballast, sondern auch als Stabilisator bei der Landung. Dementsprechend lasse ich sie noch dran, bis wir gelandet sind. Das ist die Erklärung, warum ich sie jetzt noch nicht gleich abwerfe. Jetzt brennen wir ein bisschen rückläufig. Ich muss natürlich auch für YouTube wieder darauf achten, dass wir auf der hellen Seite landen. Und das sieht sehr, sehr gut aus, wenn ich mir das hier so angucke. Und ich denke, die Periapsis könnten wir so auf 10.000 Meter drücken. Ja, 20.000 ist auch in Ordnung. Und dann teleportieren wir uns mal mit Time Warp hier vorne ungefähr hin und werden dann den Landeanflug einsetzen. So, Zeit mal 1.000 bitte. Und dann sind wir gleich auch schon da. Typisch, mal wieder ein bisschen zu weit vorgespult. Aber wir richten uns jetzt rückläufig aus. Wir haben Forschung, die wir erforschen könnten. Das mache ich aber, wenn denn später, auf dem Rückflug, weil wir haben den Science Junior dabei und der bringt am meisten Punkte auf dem Mond tatsächlich. Jetzt brennen wir rückläufig, bis wir hier ja auf dem Krater einschlagen sozusagen. Und dabei unsere gesamte Umlaufgeschwindigkeit auch verringern. Wir könnten natürlich viel einfacher die Periapsis in den Mond reindrücken, wenn wir an der Apoapsis gebrannt hätten. Aber dann würden wir mit einer unglaublich hohen Geschwindigkeit hier ankommen. Deswegen mache ich das ungefähr da, wo ich landen möchte. Und die Musik wird spannender im Hintergrund. Das bedeutet, wir befinden uns auf einem Crashkurs mit dem Mond. Und ich würde sagen, das hier ist gerade ein wenig laggy. So, jetzt hat sich das Ganze stabilisiert. Wir möchten in Richtung Oberfläche ausgerichtet sein. Möchten jetzt unsere Landebeine ausfahren über die G-Taste. Und wenn das da der Krater ist, den ich anvisiert habe, was er glaube ich ist, dann ist es nicht ansatzweise so flach, wie ich mir das vorgestellt habe. Schauen wir mal, wie wir da landen können. Ich bin gespannt. Ich achte jetzt hier auf die Höhe über dem Erdboden. Und wird dann demnächst anfangen, rückläufig zu brennen, wenn wir ungefähr bei 10.000 Meter Höhe sind. Das ist jetzt der Fall. Naja, jetzt ist ein bisschen übertrieben. Das ist... Mein Science-Ding bremst mich mal wieder aus, weil wir verschiedene Biome haben. Und da habe ich mir fast zu weit gespult. Ich mache mal kurz einen Quick-Save und gebe Gas. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo eine gerade Fläche finden, auf die wir landen. So viel dazu, dass es in den Kratern wesentlich sanfter ist zu landen. Sind wir überhaupt über dem Krater? Ja, wir sind mitten über dem Krater. Leider ist der Krater nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Es ist eher ein großes Gebirge. Und ich denke, 200 Meter die Sekunde sind angenehm genug, um damit in Richtung Oberfläche zu fliegen. Wir wollen ja auch nicht zu langsam werden, denn ansonsten dauert mir das vor allen Dingen zu lange. Und ihr wollt das ja bestimmt auch nicht angucken. 2000 Meter haben wir jetzt gleich noch. Ich darf nicht mehr vorspulen, weil wir unter 5000 Meter sind. Und ich würde sagen, wenn wir so bei 2,5 sind, werde ich mal Richtung 100 Meter die Sekunde abbremsen. Und dann werden wir so bei 100 Meter die Sekunde rumhovern, bis wir bei 500 Meter sind, würde ich sagen. Und uns dann in Richtung 50 Meter pro Sekunde abbremsen. Und ich muss sagen, das gefällt mir gar nicht, wo wir hier gerade landen. Es ist sehr, sehr unebenes Terrain. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schneller werden hier. 50 Meter die Sekunde, 30 Meter, 20 Meter, das ist entspannt. Jetzt sind es noch 200 Meter bis zum Einschlag. Und leider ist das hier nicht die beste Position, um zu landen. Ich werde es trotzdem, glaube ich, hier probieren. Boah, das wird schief. Das wird eine schwierige Landung hier. Ich glaube nicht, dass wir hier landen können. Wir fliegen nochmal woanders hin. Ich versuche gerade, meine Orientierung zu bewahren. So, wir wollen da hinten nochmal hin. Das kostet natürlich jetzt Delta V, aber ich werde lieber in dem Kraterinneren landen. Denn hier wären wir hundertprozentig umgekippt. Das hätten wir nicht geschafft. Und daran sieht man dann auch, warum es wichtig ist, sich seinen Landepunkt vorher anzugucken. Ich möchte in die Richtung, bitte. Das ist nicht die Richtung, in die ich wollte. Das da ist die Richtung, in die ich wollte. So. Einige sind Delta V verschwendet, deswegen habe ich in Ländern immer gerne mehr dabei, als ich brauche. Und ich denke, wenn ich jetzt hier einfach runterfalle, dann sollten wir auf einer ziemlich guten Position sein. Jedenfalls nicht mehr ganz so schief wie diese Klippe hier. Das hier sieht ja ein bisschen gerade aus. Ich habe bei Parallax disabled, dass die Steine hier keine Collision Box haben. Ansonsten kann man das auch einschalten.
Dann glitscht man nicht durch die Steine durch, so wie wir es gleich machen werden, sondern dann müssen wir auch noch aufpassen, dass wir nicht auf Stein landen. Aber ich dachte mir, das ist für unsere erste Moonlandung vielleicht doch etwas zu viel. Ja, ja, und im Hintergrund labern mir die Kerbals rein. Ich mag das ja sehr gerne. Die Shatterer-Sounds tatsächlich. So, ich möchte so auf 2 Meter die Sekunde kurz vorm Impact gerne kommen. Wenn das möglich ist. 2,0 Meter die Sekunde. 1, irgendwas. Alles unter 2 ist sehr, sehr sanft. Das machen wir jetzt also. Und das sieht doch aus wie eine sehr gute Landung. Engines aus. Und stehen bleiben. Jetzt seht ihr auch, warum ich gerne einen etwas breiteren Lander haben wollte. Dann hätten wir jetzt diese äußeren Tanks nicht dabei. Dann kann ich euch garantieren, wenn wir einfach umgekippt. Meine Flagge ist gerade am Abspacken, deswegen gucken wir uns das Ganze hier von hier an. Und dann wären wir umgekippt und hätten es viel, viel schwerer, wieder vom Mond zurückzukommen. Allerdings ist es ja auch nicht schlimm, wenn man umkippt. Man kann eine Rettungsmission starten. Und Rettungsmissionen sind eigentlich, ich würde sagen, bei jedem KSP-Spieler spätestens die zweite Mission, die man zum Mond macht, ist eine Rettungsmission, weil die erste kommt zwar an, aber nicht wieder zurück. Aber genug geredet, wir sind hier, um Wissenschaft zu sammeln. Und deswegen drücken wir jetzt hier auf die Science Mod und sagen bitte Deploy All. Dann wird er auch aussteigen, unser Kerbin. Weil er dann ja auch gleich seinen EVA-Bericht hier ausführen möchte. Und hier sehen wir jetzt den Science Junior, wie er aufgemacht wurde. Auch wunderschön mit meiner Restock-Mod finde ich das sehr toll, wie hier Pflanzen drin sind und alles, um ja, Wissenschaft zu betreiben und nachzusehen, wie das alles in der Schwerelosigkeit bzw. ohne Atmosphäre sich so macht. Und ich denke, wir können jetzt hier einfach loslassen, dann schnell R drücken, dann machen wir das Jetpack an, damit er nicht ganz so hart aufprallt. Und dann können wir jetzt gleich sehen, was ich meinte. Nämlich, dass wir jetzt durch die Steine durchlaufen können. Das habe ich extra so eingestellt. Wie gesagt, man kann es auch einstellen, dass die Steine eine Collision Mesh haben und dann kann man da halt nicht durchlaufen und durchglitschen. Das habe ich aber mit Absicht gemacht, also nicht wundern, dass ich einfach so durchlaufen kann. Das wollte ich so, die sind jetzt wirklich nur dafür da, damit der Mond schön aussieht, nicht damit wir es schwer haben. Jetzt, wo wir hier gelandet sind, kann ich... Ah, ich hätte den EVA-Report zuerst ablegen müssen, ne? Ich glaube, das hätte ich machen müssen. Da fliegen wir nochmal ganz kurz hier hoch. Da wollte ich nicht hin. Wusste gar nicht... nein. Jebediah hat Spaß. Ich auch. So, jetzt muss ich hier kurz einsteigen, einmal Collect All sagen, jetzt wieder aussteigen. Und dann hat er auch seinen EVA-Bericht frei, damit wir ihn gleich wieder nutzen können. Oh. Ich liebe dieses Spiel einfach. So, jetzt müssten wir hier nochmal... Nee, natürlich, ich bin so doof. Wir haben natürlich den EVA-Bericht von diesem Biom schon. Was ich machen wollte, ist Rechtsklick und eine Flagge hinsetzen. Und ich glaube, eine Bodenprobe nehmen müssten wir auch können, wenn wir das Missionszentrum, naja, nicht das Mission, sondern das Kerbel-Astronautenzentrum nochmal upgraden. Erste Landung. Hier ist es sehr steil. Jet war hier. Ich würde sagen, das ist doch ein wunderschöner Kerbel-Text. Und normalerweise bin ich jetzt der Meinung, dass wir hier in der Lage sein sollten, eine Bodenprobe zu nehmen. Ob ich mich da irre oder nicht, finden wir jetzt raus, indem ich jetzt zurück ins Weltraumzentrum gehe. Und hier im Weltraumzentrum mache ich jetzt einen Rechtsklick auf den Astronautenkomplex und gehe mal auf die Verbesserung. Tatsache, da ändert sich gar nichts. Ich dachte, Kerbals können Bodenproben nehmen. Ist das beim Forschungszentrum? Kerbal EVAs können Oberflächenproben entnehmen. 451.000. Ich würde das jetzt für mich persönlich tatsächlich machen, aber ich glaube, damit wir im nächsten Mission endlich mal die Manöverplaner haben, werde ich hier die Ordnungsstation upgraden. Das heißt, wir werden jetzt keine EVA-Bodenprobe nehmen können. Das heißt, wir gehen einfach so zurück zu Jebediah. Aber als ich eben bei Jebediah war, ist mir aufgefallen, wir haben jetzt ja wieder einen aktiven Slot frei für eine Mission und da würde ich jetzt gerne die Stelle eine Flagge auf Moon auf Mission nehmen. Denn die können wir jetzt ja sehr, sehr einfach machen. Es gibt sehr, sehr viel Geld tatsächlich. Deswegen machen wir das einfach. Und jetzt sind wir tatsächlich, wie versprochen, zurück auf dem Mond. Kann ich diese Flagge löschen? Ja, kann ich. Tschüss. Tun wir so, als wenn ich nicht da gewesen wäre. Wir setzen hier nochmal eine neue Flagge, um die Mission abzuschließen. Das müsste jetzt auch schon stehen. Ja, 172.000 Geld, 19 Prestige. Währenddessen habe ich jetzt hier den Standort benennen darüber. Okay, ich muss auch erstmal das hier machen. Erste Landung auf den Moon. Jeb war hier, ist Weil hier. Ein lachender Smiley. Okay, jetzt kann ich die Mission hier auch wegklicken. Danke, Spiel. Und damit haben wir die Mission abgeschlossen und uns nochmal ordentlich Geld geholt. Und ich würde sagen, damit reicht es dann auch für unseren Ausflug auf den Mond. Ich werde jetzt hier einfach gleich abheben. Erstmal das Jetpack an. Und zurück in unsere Kapsel einsteigen. F und B. Dann möchte ich hier diese Türen schließen, denn wir wollen ja nicht mit geöffneten Türen losfliegen. Dasselbe möchte ich hier mit dem Science Goo machen. Kann ich gar nicht. Ha,
Interessant. Okay, und dann würde ich sagen, sind wir bereit, zurück zu Kerbin zu fliegen und diese Mission sozusagen abzuschließen und dabei nicht zu vergessen, dass wir ja unbedingt den Fallschirm auf der richtigen Höhe testen wollen. Deswegen über T das SAS anschalten. Dann gebe ich gleich Schub und drücke sozusagen gleichzeitig die Stage-Taste, um hier die überflüssigen Tanks loszuwerden. Und das machen wir jetzt. Und dann drehen wir uns hier auf 90 Grad. Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir noch so wenig Treibstoff haben. Ich hatte mir mehr Treibstoff erhofft, wenn ich ehrlich bin. ich dachte, wir hätten noch über 1000 Meter Sekunden. Habe ich so viel Treibstoff verschwendet? Das muss ich mir nachher mal im Video angucken. Ich glaube nicht, dass wir hier landen können. Wir fliegen nochmal woanders hin. Ich versuche gerade, meine Orientierung zu bewahren. So, wir wollen da hinten nochmal hin. Das kostet natürlich jetzt Delta V. Wir werden auf jeden Fall in einen Orbit kommen, aber wir werden wohl nicht zurück nach Kerbin kommen, wenn ich mir das hier so angucke. So, hier wollen wir uns einen Wecker stellen. Das habe ich jetzt ja langsam drauf. Und ja, wir werden nicht zurück nach Kerbin kommen. Wir brauchen also eine Rettungsmission. Und ich schätze eben noch drüber. Aber wir hatten noch mehr als 400 Meter die Sekunde noch im Tank, als wir eben zum KSP gewechselt sind. Oder habe ich das einfach vollkommen verpeilt? Naja, das werde ich mir nochmal angucken. Ihr könnt auf jeden Fall euren Spaß haben, mir dabei zuzusehen, wie ich hier jetzt eine Rettungsmission starten muss. Ich dachte, ich habe sehr viel mehr Delta V dabei, als ich bräuchte und bin sehr überrascht. Waren die Tanks eben vielleicht einfach nicht in diesen Tank eingefüllt, die anderen Tanks? Ich gucke mir das auf jeden Fall nochmal an. Das überrascht mich doch sehr. Währenddessen wollen wir jetzt hier erstmal einen Orbit schaffen. Und ja, wir forschen jetzt hier einfach. Deploy all. Das mache ich jetzt einmal, bis wir bei der Apoapsis sind. Das heißt, ich sammle jetzt hier alle EVA-Berichte wieder ein und dann sehen wir uns gleich an der Apoapsis. Ja, wir nähern uns der Apoapsis an. Ich habe noch zwei EVA-Berichte eingesammelt auf dem Weg hierhin. Haben den Wecker jetzt auch geschafft. Ich muss dir mal einstellen, dass er nicht 5 Minuten vorher aufhört. Das ist mir doch ein bisschen zu früh. Ich möchte ja eigentlich nur... Und überschossen. Naja, das passiert mir immer wieder. Dann müssen wir jetzt einfach ein kleines bisschen noch in diese Richtung brennen. Und dann sollte das kein Problem sein. So, Apoapsis ist außerhalb des Einschlagkurses. Und ja, dann ist unser Treibstoff leer. Und damit ist die Mission dann ja auch eigentlich schon vorbei. Es wundert mich sehr. Wie gesagt, ich muss mir das nochmal angucken, was da schiefgelaufen ist. Aber der Medaya wird jetzt hier ein paar Runden um den Mond drehen, bis wir mit unserer Rettungsmission da sind. Das ist aber gar kein Problem, denn unsere nächste große Mission ist sowieso ein Rendezvous im Weltall zu erzeugen. Und ich würde sagen... Mit einem gestrandeten Jebediah möchte ich mich in dieser Episode verabschieden. Ich habe das Gefühl, ich spiele gerade KSP 1 nochmal wieder zum allerersten Mal, denn solche Fehler sind mir das letzte Mal wirklich passiert vor einigen Jahren, wo ich mit KSP 1 angefangen habe. Aber egal, so macht es auf jeden Fall auch wieder Spaß. So läuft es wahrscheinlich bei den meisten Leuten, die KSP 1 das erste Mal spielen. Und ich finde, ich gebe hier eine relativ realistische Erstspielererfahrung ab. Naja, ich sage bis dahin, euer Mische. Mm-hmm.